Also schauen wir auf die Aufgabe 63, Netzwerkberechnung mit Knotenspannungsanalyse. Das ist das Netzwerk. Wir haben diese vier Widerstände und damit vier Zweige. In dem fünften Zweig ist eine Stromquelle, in dem sechsten Zweig ist eine Stromquelle. Deswegen heißt die auch IQ5 und IQ6, sonst hätte man ja auch irgendwie IQ1 und IQ2 nennen können. Prinzip ja vollkommen egal, wie die Dinger heißen. So, und was man jetzt bei Knotenspannungsanalyse als erstes machen müsste, ist einen Knoten Als Bezugsgrund festlegen. als Bezugsgrund festlegen. Das ist jetzt hier der Knoten 0. Und die anderen Knoten fortlaufend durchnummerieren. Und das hier oben ist der Knoten 1, das ist der Knoten 2. Es gibt aber noch einen Knoten hier unten. Und das ist der Knoten 3. Und es müssen immer alle Knoten beschriftet Und es werden. müssen alle Knoten beschriftet werden, genau. Weil es gibt ja, also eigentlich hat diese Schaltung ja vier Knoten. Ja, und wenn es vier Knoten gibt, gibt es drei unabhängige Knotensätze oder drei unabhängige Knoten, die auf unabhängige Knotensätze führen. Dadurch, dass man jetzt einen Knoten als Bezugsknoten festlegt und mit der Null nummeriert, fällt der ja praktisch weg. Also das ist halt der Knoten, den wir jetzt einfach weglassen und die anderen, die müssen halt durchnummerieren. Ne? Das wäre hier der karte Knoten, der bei K-1 Knoten halt wegfällt. Eigentlich gibt es ja hier vier Knoten in dem Netzwerk. Wenn man wie die InformatikerInnen anfängt bei Null zu zählen, dann sind das halt sozusagen drei, weil der Nullte ja dann in dem Sinne halt irgendwie wegfällt. Naja, nee, es sind halt vier. Ne? Es sind vier Knoten, aber wir brauchen halt, es sind drei unabhängige Knoten, deswegen brauchen wir drei Knotensätze. So, und jetzt schreiben wir einfach für jeden Knoten, außer dem Bezugsknoten, der fällt hier raus, für jeden Knoten Knotensatz auf. So, für den ersten Knoten, die Quelle IQ6 fließt darauf hin, der Strom I1 und der Strom I3, die fließen beide weg, deswegen steht das so da. Jetzt mache ich das mal genauso noch hier neben für den Knotensatz Nummer 2 oder weiß nicht, du kannst ja mal ansagen, wie das für den Knotensatz Nummer 2 wäre. IQ5 plus I3 minus die 4. Genau, der Strom I3 fließt von oben drauf zu, der Strom I4 fließt nach unten weg und das Ganze ist auch 0. Und den Knotensatz am Knoten 3, den schreibe ich jetzt mal auch einfach daneben. Der wäre dann wie? I4 plus I2 minus IQ6. Genau. I2 und I4 fließen von oben auf den Knoten zu, der Strom IQ6 fließt nach oben weg. Und das Ganze ist 0. So, und jetzt können wir da halt draufschauen. Jetzt haben wir drei unabhängige Knotensätze aufgestellt. In den drei unabhängigen Knotensätzen haben wir aber dummerweise vier Unbekannte drin, nämlich die Ströme I1, I2, I3 und I4. Das heißt, das können wir nicht lösen, dieses Gleichungssystem. Das kann ja jetzt auch noch nicht so groß Knotenspannungsanalyse sein, weil wir haben ja erstmal nur Knotensätze aufgestellt. Irgendwie müssen jetzt da halt diese ominösen Knotenspannungen mit rein. Und das, was wir mal im ersten Schritt jetzt machen, und das versuche ich mal in diese Zeile hier drunter zu schreiben, ist, wir drücken jetzt die ganzen Zweigströme, also I1 bis sozusagen 4, die drücken wir aus durch das Ohmsche Gesetz. I ist U durch R, also U durch R. So, und damit man nicht immer diesen Bruch schreiben muss, könnte man das auch wie umschreiben? Wie kann ich das Ohmsche Gesetz auch aufschreiben? I ist gleich U mal irgendwas? Und dann mit den Leitwerten. Genau, mit einem Leitwert. Ne? Also ich könnte halt daraus auch machen, I1 ist gleich G1 mal U1, sozusagen Komma, Komma, Punkt, 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 bis I4 ist U4 mal G4. Und das jetzt einfach mit den Leitwerten zu schreiben, ist einfach nur, dann spart man sich diesen Bruch. So, und die Spannungen, die damit jetzt gemeint sind, das sind jetzt die Spannungen, die Zweigspannungen, die immer genau über diesen Widerständen abfallen. U3, U4, U2 und U1 in die gleiche Richtung. Die in die gleiche Richtung wie die Ströme zeigen, weil sonst wäre das Ohmsche Gesetz dort nicht erfüllt. So, und damit können wir jetzt den Knotensatz 1 schreiben als IQ6. Und also die Quellen hole ich jetzt mal vielleicht gleich auf die andere Seite rüber.
Dann steht da minus IQ6, dann mache ich mal die Vorzeichen auch gleich alle positiv. Dann steht da G1 mal U1 plus G3 mal U3 ist gleich IQ6. So, aus dem zweiten Knotensatz, lasse ich mal weg, schreibe ich mal einfach hier daneben, wird jetzt halt werden E3 mal U3 minus G4 mal U4 ist gleich, und das IQ5 auf die andere Seite holt, ist minus IQ5. So, und aus dem dritten Knotensatz wird dementsprechend G2 mal U2 plus G4 mal U4 ist gleich plus IQ6 auf der anderen Seite. So, das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Jetzt stellen wir fest, haben wir aber eigentlich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gekonnt. Wir haben jetzt statt der Ströme die Spannungen dazu stehen. Es sind aber immer noch 4 unbekannte Spannungen. Gleichungssysteme, 3 Gleichungen und 4 Unbekannten ist immer noch nicht so richtig gut lösbar. So, und jetzt kommt halt der Trick, die Idee, diese Zweigspannung, die wir hier haben, durch die sogenannten Knotenspannungen auszudrücken. Und die Knotenspannungen sind immer die Spannungen. Also das hier sind die Zweigspannungen. Und jetzt nehme ich mal eine andere Farbe, um die Knotenspannungen hinzuschreiben. Die Knotenspannungen werden jetzt immer die Spannungen, die von dem jeweiligen Knoten zum Bezugsknoten zeigen. Also das ist die Knotenspannung U1,0. Das wäre die Knotenspannung U2,0 und das hier wäre die Knotenspannung U3,0. Das sind die Knotenspannungen. Die grünen Spannungen sind die Knotenspannungen. Und jetzt versuchen wir, diese Knotenspannungen durch die Zweigspannung auszudrücken. Also wir schreiben jetzt, nee, andersrum, wir versuchen die Zweigspannung durch die Knotenspannung auszudrücken. Also ich schreibe jetzt mal hier unsere 4 Zweigspannungen hin, U1, U2, U3, U4 und ist gleich, ist gleich, ist gleich, ist gleich. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie kann man diese Zweigspannung durch die Knotenspannung schreiben, durch die Knotenspannung ausdrücken. Das, was wir jetzt dabei anwenden, ist der Maschensatz jeweils. Da stecken jetzt die Maschensätze drin. Ja, und dann ist halt der Trick, okay, es gibt ja, weil es nur 3 von diesen unabhängigen Knoten gibt, gibt es auch nur 3 Knotenspannungen. Und wenn wir hier unten diese Zweigspannung durch die Knotenspannung ersetzen, dann haben wir halt 3 Gleichungen mit 3 Unbekannten, haben Gleichungssysteme, 3 Gleichungen, 3 Unbekannten, das können wir lösen. So, jetzt gucken wir einfach hier oben. Also diese Spannung hier, das ist ja jetzt zufälligerweise, glücklicherweise genau, die sind genau die gleichen. Also die erste Zweigspannung ist auch genauso groß wie die erste Knotenspannung. Die zweite Zweigspannung hier ist zufälligerweise auch genauso groß wie die dritte Knotenspannung, aber genau andersrum. So, die dritte Zweigspannung, die hier, ja, die ist praktisch genauso groß. Also jetzt müsste ich hier oben zum Beispiel einen Maschensatz aufschreiben, dass ich halt diese Zweigspannung ausdrücken kann durch diese beiden Knotenspannungen hier. Ja. Dann würde ich sagen, naja, die Spannung ist genauso groß wie diese minus diese. U3 ist U1,0 minus U2,0. Ja, wenn wir jetzt mal das irgendwie so umschreiben würden, dass wir das U3,0 auch noch, das U3 auf die andere Seite holen würden, dann würde ja hier stehen, 0 ist U1,0 minus U2,0 minus U3 und das würde auch genau einem Maschensatz hier oben entsprechen, also in die andere Richtung gelaufen. Ne? U1,0 positiv, U2,0 negativ, U3 negativ, das ist genau dieser Maschensatz. Oder ich, also so wie ich den jetzt ja aufgeschrieben habe, ist, so dass wir halt direkt auf U3,0 kommen. Ne? Man könnte jetzt eben das U2,0 zum Beispiel auch auf die andere Seite holen, dann würde da stehen U3 plus U2,0, wenn ich von oben, wenn ich von hier nach hier laufe, auf dem Weg U1,0, auf dem anderen Weg U3 plus U2,0, das ist genau das, was hier steht. So, und auf U4 komme ich eben, wenn ich diese Spannung nehme
und die wieder davon abziehe, weil die ja entgegengesetzt ist. Also das wäre U2, 0 minus U3, 0. Und auch das, ja, wenn ich das U4 auf die andere Seite rüberhole, dann wäre das eben ein Maschensatz, wo ich so rumlaufe, ne? U2, 0 ist positiv, U3, 0 ist negativ und U4 ist auch negativ, dem laufe ich entgegen. Oder wenn ich das U3, 0 auf die andere Seite rüberhole, dann stehen hier drüben U3, 0 plus U4. Das wäre genau der Weg, wenn ich von hier nach hier laufe, hier lang, U3, 0 und U4, beide Spannungen in die gleiche Richtung oder halt von hier nach hier auf diesem Weg U2, 0. Also es sind einfach nur Maschensätze, die hier stehen. Ne? Das haben wir jetzt sozusagen hinbekommen mit Maschensätzen. Das hier unten waren die ganzen Knotensätze, hier stecken jetzt die Maschensätze drin. Hier haben wir die UI-Beziehungen. Das, was wir hier gemacht haben, waren die UI-Beziehungen. Eingesetzt. Und das ist ja immer genau das, was man macht, wenn man Netzwerke berechnet. Man schreibt Maschensätze auf, man schreibt Knotensätze auf, man schreibt die Strom-Spannungsbeziehungen auf und setzt das ein. So, und jetzt nehmen wir diese vier Gleichungen hier oben und setzen die halt hier unten ein. Und deshalb schreibe ich das jetzt mal einfach auch in grün hier weiter. Also entsteht da G1 mal U1 ist das gleiche wie U1, 0. Dann steht da minus G3 mal U3 und U3 ist U1, 0 minus U2, 0. Und das Ganze soll so groß sein wie IQ6. So, dann steht hier G3 mal U3. U3 ist wieder U1, 0 minus U2, 0 minus G4. Mal U4 und U4 ist U2, 0 minus U3, 0. Und das Ganze soll so groß sein wie minus IQ5. Naja, und da können wir uns gleich mal überlegen, ob wir da dann das Vorzeichen umdrehen, damit das ein bisschen hübscher wird. Aber können wir erstmal so stehen lassen. So, und aus der letzten Gleichung wird G2 mal U2. U2 ist das gleiche wie minus U3, 0. Das schreibe ich das Minus mal davor. Plus G4 mal U4 und U4 ist U2, 0 minus U3, 0. Und das müsste ich jetzt nochmal klammern und sagen, ist gleich IQ6. Und auch hier können wir uns gleich überlegen, mal vielleicht noch eventuell das Vorzeichen umzudrehen in dieser Gleichung, damit das ein bisschen hübscher wird. So, das hier unten ist jetzt aber erstmal eigentlich total schön. Was jetzt hier rausgekommen ist, sieht ein bisschen komplizierter aus, aber jetzt haben wir genau drei Gleichungen mit genau drei Unbekannten. Und jetzt ist, wie ich immer so schön sage, die Elektrotechnik vorbei. Ja, jetzt haben wir alle elektrotechnischen Sachen, die wir so wissen müssen, angewendet. Knotensätze, Maschensätze, Strom-Spannungsbeziehungen. Da ist jetzt ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen, drei Unbekannten rausgekommen. Das müssen wir jetzt lösen mit den Regeln der Mathematik. So, und naja, damit wir das jetzt machen, schreiben wir jetzt dieses Gleichungssystem, das, was hier unten steht, am besten wieder in so Matrixform auf. Das schreibe ich mal hier oben hin. Also Gleichungssystem in Matrixform. So. Und zwar hätten wir jetzt ja eine 3-Kreuz-3-Matrix mit unseren Koeffizienten. Dann haben wir einen Vektor mit drei Zeilen und einer Spalte. Da stecken unsere unbekannten Knotenspannungen drin, die wir jetzt noch ausrechnen müssen oder die wir bestimmen wollen. So richtig Werte haben wir jetzt nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das gleich geschickt machen. So, und hier drüben stecken halt die Quellen drin. Und naja, jetzt gucken wir einfach in jede Gleichung rein, was hier drin steht. Also hier steht als Moment, ich bin schon mal gerade irgendwie verwirrt. G1 mal U1, 0. Also ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass das nicht so ganz
stimmt, was hier steht, weil hier an der Stelle durfte kein Minus stehen. Genau, das Minus habe ich irgendwie falsch abgeschrieben. Das ist doch ein Plus hier. Ja, also das U1,0 taucht hier mit den Koeffizienten auf G1 und G3. Deswegen steht hier ein G1 plus G3. So, und die Knotenspannung U2,0 taucht hier auf mit einem minus G3. Deswegen steht hier ein minus G3. Und die Knotenspannung U3,0 taucht hier gar nicht auf. Deswegen steht hier eine 0. Ja, wenn man das jetzt wieder ausmultiplizieren würde, den Faktor mal diesen Faktor minus den Faktor mal den Faktor plus den Faktor mal den Faktor, würde genau das, was hier stehen, was hier steht. Und auf der anderen Seite steht halt ein IQ6. So, erste Gleichung können wir gedanklich Näkchen hintermachen. Jetzt kommt die zweite Gleichung. Und bei der zweiten Gleichung würde ich jetzt mal alle Vorzeichen umdrehen. Also ich mache mal sozusagen hier raus ein Minus und hier ein Plus. Ich drehe das mal in der Gleichung rum. Hier mache ich halt mal aus dem Plus hier ein Minus, aus dem Minus ein Plus und hier hinten auch ein Plus. Also ich drehe mal alle Vorzeichen rum, sehen wir gleich warum, sieht halt ein bisschen hübscher aus. Dann ist das, was hier mit U1,0 verknüpft ist, nämlich ein Minus G3. Und warum habe ich das jetzt gemacht? Um auf das gleiche Minus G3 wieder oben zu kommen, sodass diese Matrix, die hier rauskommt, am Ende symmetrisch ist. So, mit U2,0 verknüpft sind G3 und G4. Und mit der Spannung U3,0 verknüpft ist ein Minus G4. Und auf der anderen Seite steht dann plus IQ5. So, dann ist die Gleichung, ich mache mal hier so Häkchen, Häkchen, die haben wir jetzt auch berücksichtigt. Jetzt kommt noch die letzte Gleichung. Auch in der letzten Gleichung drehe ich mal die Vorzeichen um, mache aus dem hier ein Plus, aus hier kläre ich ein Minus davor und mache daraus ein Plus und mache hinten auch ein Minus draus. So, dann sehen wir also U1,0 kommt hier gar nicht vor, steht hier eine 0. Mit U2,0 verknüpft ist G4. Und das ist doch hier auch falsch abgeschrieben. G2 mal, halt Quatsch. Genau, mit U2,0 verknüpft ist minus G4. Und mit U3,0 verknüpft ist G2, sind die Leitwerte G2. Ist ja ein schönes G. So, G2 und G4. Und auf der anderen Seite der Gleichung steht ein Minus IQ6. So, das ist jetzt das Gleichungssystem. Wie gesagt, hat jetzt mit Elektrotechnik im Prinzip nicht mehr viel zu tun, ist jetzt Mathematik, aber wir haben jetzt das Gleichungssystem so aufgeschrieben, dass das jetzt irgendwie schön in Matrixform ist und man das jetzt schick lösen könnte, was wir jetzt mal gleich noch in MATLAB oder in Octave machen. Jetzt kann man nochmal aber trotzdem kurz auf die Elektrotechnik zurückkommen und so ein bisschen drauf gucken, was steckt denn jetzt in diesem Gleichungssystem drin? Oder wenn man da jetzt mal so scharf auf dieses Gleichungssystem drauf schaut und das halt mit diesem Netzwerk hier vergleicht, dann sollten einem irgendwie so ein paar Sachen auffallen. Oder, weiß nicht, man hat schon mal vorher irgendwie gehört und gelesen, weil es halt drei relativ einfache und schöne Regeln gibt, wie man direkt auch auf dieses Gleichungssystem kommt, ohne diese ganzen einzelnen Rechenschritte zu machen, die wir jetzt hier unten gemacht haben, sondern das direkt aufschreibt, das Gleichungssystem. Weiß das jemand? Ja, genau. Also, indem man guckt, zum Beispiel, welche Leitwert ist mit Knoten 1 verbunden. Also. Genau, also es gibt drei Regeln. Ne? Also es gibt eine Regel, die sagt, was steht hier auf der Hauptdiagonale dieser Matrix.
Hauptdiagonale ist positiv, also die Summation von die Leitwerte, die mit Knoten 1, 2, 3 verbunden sind. Genau, auf der Hauptdiagonale dieser Matrix steht immer Summe, ich schreibe das mal so ganz kurz, Summe der Leitwerte am jeweiligen Knoten. Ja, am ersten Knoten, an dem hier oben angeschlossen, sind die Leitwerte G1 und G3, deswegen steht hier G1 und G3. Ja, oder hier sind die Widerstände R1 und R3 angeschlossen, aber wir schreiben halt hier die Leitwerte hin. An dem zweiten Knoten sind R3 und R4 angeschlossen, deswegen steht hier G3 und G4. An dem dritten Knoten hier unten sind R2 und R4 angeschlossen, deswegen steht hier G2 und G4. Kann man direkt auf das Schaltbild draufschauen, direkt sozusagen diese Matrix hinschreiben. So, auf den Nebendiagonalen, die ich mal hier so das Grün gekennzeichnet war, die Hauptdiagonale, hier nehme ich jetzt blau. Auf den Nebendiagonalen steht was? Die Koppelleitwerte. Genau, auf den Nebendiagonalen stehen die Koppelleitwerte. Diagonale. Wie schreibe ich das mal hin? Irgendwie Koppel G zwischen den Knoten. Ja. Und dann können wir schauen, also wenn ich die Matrix hier mal oben so nochmal irgendwie rasch durchnummeriere, erste, zweite, dritte Zeile, erste, zweite, dritte Spalte, dann ist zum Beispiel zwischen dem ersten und zweiten Knoten taucht hier ein Minus G3 auf. Das ist auch total sinnvoll, weil zwischen dem ersten und dem zweiten Knoten auch der Widerstand R3 angeschlossen ist. Dann sehen wir zwischen dem ersten und dritten Knoten gibt es keine direkte Verbindung. Da gäbe es hier nur diese Verbindung über die Stromquelle, die zählt aber nicht. Aber es gibt eine Verbindung zwischen dem zweiten und dem dritten Knoten, nämlich über den Widerstand R4. Und deswegen steht hier in der dritten Zeile zweiten Spalte und zweite Zeile dritte Spalte auch minus G4. Und eben in der ersten, also zwischen dem ersten und dem dritten Knoten, erste Zeile dritte Spalte, dritte Zeile erste Spalte, steht halt jeweils 0, weil es sagt nicht diese Kopplung gibt. Ja, und das bedingt natürlich eben auch, dass diese Matrix immer symmetrisch ist, dass man immer spiegeln kann in Bezug auf die Hauptdiagonale. Und vielleicht sollte ich noch ergänzen hier, dass das eben immer die negativen Koppelleitwerte sind. Die sind immer negativ. Immer negativ. Und die Hauptdiagonale ist, genau, die sind immer positiv und die hier sind immer negativ. So, und wenn man jetzt auf diese, und diese Matrix muss natürlich immer symmetrisch sein, immer quadratisch sein, weil man ja sonst irgendwie eine andere Anzahl von Gleichungen wie Unbekannte hätte. Ne? Also es muss immer eine quadratische Matrix sein. So, und jetzt kann man sich noch irgendwie, wenn man nur noch mal auf diese Matrix drauf schaut, überlegen, wie oft kann denn ein Leitwert in dieser Matrix auftauchen? Oder, also wir können ja mal gucken. Zum Beispiel der Leitwert R1 oder der Leitwert G1, der zu dem Widerstand R1 gehört, der taucht einmal auf. Ich versuche mal noch hier irgendwie ein paar Farben zu suchen, um das zu markieren. Was hat man noch nicht rot? Ne? Also dieser Widerstand und dieser Widerstand hier, die sind beide direkt an dem Bezugsknoten angeschlossen. Ja? Deswegen tauchen die nur einmal in dieser Matrix auf, nämlich einmal auf der Hauptdiagonale. Ja? Und die anderen beiden Widerstände, da nehme ich mal grau für, dieser Widerstand hier. Und hier nehme ich vielleicht gleich noch eine andere Farbe. Die sind ja an einem Knoten angeschlossen, an einem zweiten Knoten angeschlossen und eben auch zwischen diesen beiden Knoten. Und deswegen tauchen die halt genau viermal in der Matrix auf, nämlich zweimal auf der Hauptdiagonale und zweimal auf der Nebendiagonale. Na, also G3 sehen wir hier, hier, hier und hier, ja, sozusagen in diesem Karree. Und den, da nehme ich jetzt mal hier gelb, hier diesen Widerstand R4, der taucht eben auch viermal auf. Hier, hier, hier und hier, eben auch in diesem Viereck.
Ja, und das heißt, so ein Leitwert, der kann genau einmal in dieser Matrix auftauchen, wenn der Widerstand, wenn der zugehörige Widerstand am Bezugspunkt angeschlossen ist, und der kann halt viermal in dieser Matrix auftauchen, wenn der Widerstand nicht am Bezugspunkt angeschlossen ist. Und das heißt, also wenn man so ein paar Regeln weiß, wenn man das weiß, ja, die müssen immer alle positiv sein, die auf den Nebendiagonalen müssen immer alle negativ sein, dann kann man halt irgendwie sehr schön draufschauen und kann halt sofort, also relativ schnell sagen, das ist richtig oder falsch, was man halt vorher irgendwie so gemacht hat. Ne? Weil wenn so ein Leitwert da halt nur dreimal auftaucht oder fünfmal, ja, oder zweimal, weiß man genau, da kann irgendwas nicht stimmen. Ja, das sieht irgendwie verdächtig aus. So, und dann gibt es noch eine letzte Regel, da nehme ich jetzt mal hier orange. Die letzte Regel gilt für das, was hier hinten steht, für diesen Vektor der Quellströme. Was steht da drin? Also die Quellströme, die so fließen, so Knoten. Also die Summe davon. Genau, die Summe der Quellen am Knoten. Wenn es zufällig ist, dann positiv, wenn wegfließt, dann negativ. Genau. Und IQ6 fließt auf den ersten Knoten zu, deswegen steht ja ein Plus IQ6. IQ5 fließt auf den zweiten Knoten zu, deswegen steht ja ein Plus IQ5. Und IQ6 fließt vom letzten Knoten weg, deswegen steht ja ein Minus IQ6. So, und damit ist das eigentlich jetzt hier alles gemacht und diskutiert und getan, was man hier tun kann. Ich speichere das mal unter Aufgabe 53. Ich nenne das mal noch um in Knotenspannungsanalyse. So, und damit können wir jetzt mal noch Octave suchen und aufrufen. Und können mal dieses Gleichungssystem jetzt in Octave übernehmen und können uns da so ein bisschen überlegen, was da halt Schönes passiert. Hier ist noch irgendeine andere Rechnung. Ich muss mal ein neues Skript aufmachen und mache mal am Anfang wieder ein Clear All und Close All, auch wenn jetzt vermutlich keine Abbildungen offen sind. Und schreibe mal hin, je Matrix, ich glaube, hier kann ich die Schrift auch ein bisschen größer machen. Ja, also in dieser Matrix, was steckt da drin? Da steckt G1 plus G3, dann steckt minus G3 und eine 0. Und dann stelle ich fest, ich muss hier einfach Kommas verwenden und dann Semikolon für die nächste Zeile. Und in der nächsten Zeile steckt minus G3, dann steckt da ein G3 plus G4. Und ein Minus G4. So, und in der letzten Zeile steckt eine 0, ein Minus G4 und G2 plus G4. Und das sollte die Matrix sein. Dann brauchen wir noch diesen Vektor der Quellen, den nenne ich mal IQ-Vektor. Da steckt halt drin plus IQ6, schreibe ich mal so explizit mit hin. Ja, aber ich mache das Plus vielleicht weg, vielleicht doch eher so. Dann haben wir in der nächsten Zeile ein IQ5 und in der letzten Zeile ein Minus IQ6. So, und dann kann man mit dem Gleichungssystem, so wie wir es schon mehrfach gemacht haben, jetzt halt den Vektor von diesen Knotenspannungen ausrechnen, ja, indem wir halt diese Matrix jetzt hier nehmen, die Inverse nehmen oder eben diese Linksdivision, das Inverse der Matrix, das mal diesen Stromquellenvektor rechnen. Ja, so wie wir schon irgendwie so ein paar Mal gemacht haben. So, und dann kommen halt die Knotenspannungen raus. Die können wir erstmal ausrechnen, dann müssten wir, naja, obwohl, dann schreibe ich mal das, was hier steht, jetzt an der Stelle halt ein bisschen anders um. Und mach daraus mal, dass wir jetzt halt die Zweigspannung ausrechnen könnten, also den Vektor der Zweigspannung aus einer Matrix B, der sogenannten Inzidenzmatrix, da kommen wir gleich drauf, mal hier diesen Vektor der Knotenspannung. So, und in der B-Matrix, da stecken jetzt letztendlich einfach diese Koeffizienten drin, die hier in der Gleichung stehen. Ne? Also um auf die erste Zweigspannung zu kommen, brauche ich halt einmal die erste Knotenspannung, null mal die zweite, null mal die dritte. Ja?
Um auf die zweite Zweigspannung zu kommen, brauche ich 0 mal die erste, 0 mal die zweite, minus einmal die dritte. Um hier auf die nächste Zweigspannung zu kommen, brauche ich einmal die erste, minus einmal die zweite, 0 mal die dritte. Und um auf die letzte zu kommen, brauche ich 0 mal die erste, einmal die zweite, minus einmal die dritte. So, das ist diese B-Matrix. Und dann können wir, wenn wir die Zweigspannung haben, können wir auch letztendlich jetzt hier mit diesen Gleichungen, die wir hier mal aufgeschrieben haben, natürlich auch die Zweigströme ausrechnen. Die schreibe ich auch hin. Das wird auch ein IZW-Vektor. Da nehmen wir halt eine Matrix mit den Zweigleitwerten. Die bauen wir gleich noch zusammen und multiplizieren die mit dem Vektor der Zweigspannungen. So, und in dieser Matrix hier der Zweigleitwerte, da stecken halt einfach auf der Hauptdiagonalen, das ist nur eine Diagonalmatrix, ja, die hat nur auf der Hauptdiagonale Einträge, können wir uns gleich angucken, da stecken jetzt halt nur unsere ganzen Leitwerte drin. So, und dem müssen wir jetzt noch irgendwie natürlich Werte oben geben, damit das Ganze halt funktioniert. Und da nehmen wir jetzt mal hier irgendwie aus LTSpice, haben wir, glaube ich, mal vor einiger Zeit die Aufgabe, nee, das ist doch LTSpice. Welche war das jetzt? 63. Ja, genau, dann habe ich halt falsch genannt. Ich habe hier irgendwie 53 genannt. Aber hier ist Aufgabe 63 mit einer Formel dazu. Und da hatten wir halt gesagt, der erste Widerstand ist 10 Ohm, der zweite ist 20, der dritte ist 30, der vierte ist 40. Das sind 5 Ampere und 6 Ampere. Und dann, ja, tolle Sache, was haben wir da eigentlich ausgerechnet? Oder was sollte man eigentlich ausrechnen laut Aufgabenstellung? Den Strom I1 allgemein. Den Strom I1 allgemein, diesen hier. Okay. Ja gut, und mit Knotenspannungsanalyse allgemein, also wir machen das jetzt immer mit Zahlenwerten. Ne? Wenn man das allgemein macht, müsste man dieses Gleichungssystem allgemein machen, das ist jetzt nicht so wahnsinnig sinnvoll. Aber okay, wir wollen auf diesen Strom I1 hier kommen. So, wenn wir das mal durchsimulieren lassen, dann kommt da raus, der Strom I1, das ist der hier, sind 7,2 Ampere und da sagt auch uns unsere Formel hier, dass das 7,2 Ampere sind. Ja, wenn wir das jetzt mit den gleichen Werten in MATLAB machen und da am Ende 7,2 rauskommt, wie ich immer sage, ist das kein stringenter Beweis dafür, dass das alles stimmt, aber doch irgendwie ein ganz gutes Indiz. So, also schreiben wir mal hin. R1 sind 10 Ohm, R2 sind 20 Ohm, R3 sind 30 Ohm, R4 sind 40 Ohm. IQ 5 sind 5 Ampere, IQ 6 sind 6 Ampere. Da müssen wir daraus mal halt die Leitwerte ausrechnen. Das kann ich jetzt einfach, also das könnte man bestimmt irgendwie auch schön als eine Matrixgleichung machen oder eine Schleife. Nervt zum Beispiel diese automatische Codevervollständigung wie die solche, weil man nicht einfach nach unten klicken kann. So, okay. Dann setzen wir das in die Matrix ein, rechnen das aus. Und ich baste jetzt mal hier noch irgendwie so ein paar DISP-Befehle hin, die halt mal sagen, hier kriegen wir die Knotenspannung raus in Volt. Hier kriegen wir die Zweigspannung raus in Volt und hier unten kriegen wir die Zweigströme raus in Ampere. So, und dann hoffen wir mal, dass man jetzt hier so einen Vektor mit Zahlenwerten direkt irgendwie ausgeben kann, ohne dass das hier zu Problemen bei der Umwandlung dieses Datenformats führt, weil eigentlich muss das natürlich eine Zeichenkette sein, der man ja ausgibt und nicht ein Vektor, aber da wird diese DISP-Funktion schon hoffentlich schlau genug sein.
klicken mal auf Run, speichern das halt einmal schön ab und sagen, das ist jetzt Aufgabe 63 mit Spannungsanalyse. Oder weiß nicht, Aufgabe 63c. So, und gehen mal ins Befehlsfenster. Und das sieht doch schon mal extrem gut aus. Also da kommen jetzt halt als Knotenspannung irgendwelche 72, 108 und minus 44 Volt raus. Daraus kann man diese Zweigspannung ausrechnen. Daraus kann man dann zum Beispiel 7,2 Ampere als Zweigstrom ausrechnen. Ja? Also dieser Lösungsweg passt oder stimmt zumindest damit überein, was jetzt ATSPICE, was wir in ATSPICE simuliert haben und gerechnet haben. So, und wenn man jetzt nochmal halt in diese Matrix reinschaut, naja, dann ist das recht typisch, dass da halt so Brüche stehen. Ja, aber hier zumindest auf der Hauptdiagonale sind die Einträge alle positiv. Hier sind die Einträge auf den Nebendiagonalen eben negativ und oder null. Und diese Matrix ist halt symmetrisch. So, und dann bildet das halt diesen Rechenweg ganz gut ab. Und also vielleicht noch letzte Bemerkung, wenn man das jetzt wirklich allgemein ausrechnen wollen würde, ja, dann sieht man ja, ich müsste, also was wollen wir wissen? Wir wollen den Strom I1 wissen. Wenn wir den Strom I1 wissen wollen, müssten wir, ne, also wenn ich I1 haben will, müsste ich U1 wissen. Wenn ich U1 wissen will, muss ich halt U10 wissen. Also ich müsste zumindest mal irgendwie die erste Knotenspannung ausrechnen aus dem Gleichungssystem hier. Naja, dann habe ich hier hinten habe ich schon eine 0. Ja, also aber vermutlich muss ich jetzt zumindest mal irgendwie die zweite und die dritte Gleichung miteinander verheiraten, in der Art, dass ich hier hinten noch eine 0 erzeuge. Ja, hier diese Stelle eliminiere, dann habe ich, ja, und dann muss ich nochmal mit zwei Gleichungen irgendwie eine Rechnung machen, sodass ich nochmal hier an der Stelle eine 0 erzeugen kann und eben dann eine Gleichung habe, wo nur noch U10 als Unbekannte drinsteht. Ja, aber das ist, wie ich sage, das ist jetzt dann eher wieder einfach rein Mathematik. Wie, was mache ich halt mit diesem Gleichungssystem, um das halt zu lösen? Und wenn man jetzt da keine Zahlenwerte für hat, sondern das rein allgemein lösen muss, ist das möglich, aber halt relativ länglich, das jetzt aufzuschreiben. Das heißt, wenn wir das so gut Matrix stellen, dann auf jeden Fall dann am Ende rechnen wir U10, U20 oder U30. Dann müssen wir, da wir I1 brauchen, nochmal mit. Genau, also wir müssen hier oben aus diesem Gleichungssystem zumindest mal die erste, ne, das so eliminieren mit Einsetzungs-, Gleichsetzungs-, was auch immer, Gauss-Verfahren, sodass man halt mindestens U10 rausbekommt, sodass wir U10 hier oben einsetzen können, okay, sagen können, das ist das gleiche wie U1, das hier einsetzen können und den Strom I1 ausrechnen können. Ja, und die anderen, also wenn mich nur der Strom I1 interessiert, dann brauche ich halt die anderen beiden Knotenspannungen nicht notwendigerweise ausrechnen. Und jetzt kann man halt sagen, also dieses Schaltbild, das eignet sich eigentlich so super gut für Knotenspannungsanalyse, weil ich eben direkt dieses Gleichungssystem aufschreiben kann mit diesen Regeln, die hier stehen. Aber, dadurch, dass ich keine Zahlenwerte gegeben habe, ist jetzt halt dieses Gleichungssystem lösen in allgemeiner Form, rein analytisch, sodass da halt am Ende eine Gleichung rauskommt, jetzt auch nicht so einfach. Ne? Also ich komme relativ schnell auf dieses Gleichungssystem, aber das Gleichungssystem lösen ohne Zahlenwerte ist halt schwierig. Und deswegen würde ich jetzt als abschließendes Wort zu dieser Aufgabe sagen, die Aufgabe durch Superposition zu rechnen, ist vermutlich viel einfacher. Ja, oder vielleicht auch durch Zweipoltheorie, aber Knotenspannungsanalyse, also geht wie immer, aber ist hier mit Sicherheit nicht so der bevorzugte Weg, das zu machen. Alles spannend gewesen, dann sollte man im ersten Schritt das umwandeln und dann anfangen mit Bezug zu kommen. Genau, und wenn es jetzt hier noch eine Spannungsquelle gäbe, dann müsste man halt sagen, ich müsste, wenn es eine reale Spannungsquelle ist, im Idealfall die Spannungsquelle in eine Stromquelle umwandeln, damit ich halt diese Regel anwenden kann hier, weil die Regel, die wir ja aufgeschrieben haben, die hier, die gilt ja nur für Stromquellen, die gilt nicht für Spannungsquellen. Ja, und wenn ich eine ideale Spannungsquelle habe, die man nicht umwandeln kann, dann würde ich
immer den Bezugsknoten so an diese ideale Spannungsquelle anschließen, sodass ich halt eine unbekannte, also eine Knotenspannung schon mal durch diese bekannte Spannungsquelle ergibt. Dann kann man aber nicht direkt das Gleichungssystem aufschreiben. Also da muss ich diesen händischen Weg machen, Knotensätze aufschreiben, Zweigspannung einsetzen, Knotenspannung einsetzen. Und dann ist aber eine Knotenspannung eben, also als Beispiel ist jetzt hier so ein bisschen, ja, wenn doch, wenn diese Quelle hier, ich nehme jetzt mal nochmal irgendwie eine komplett andere Farbe, wenn das jetzt hier eine Spannungsquelle wäre, ja, und die Spannungsquelle hätte irgendwie die Quellspannung UQ, ja, dann würde ja feststehen, dass U2,0 eben genauso groß ist wie diese Quellspannung UQ. Und das heißt, die Knotenspannung U2,0, die würde aus dem Gleichungssystem rausfallen. Die wäre dann keine unbekannte. Ja, und dann würde ich eben so ein Gleichungssystem aufstellen, aber die Zeile und im Prinzip die Spalte würde ich am Ende weglassen. Ja, oder das ist halt keine Unbekannte, die wandert halt auf die andere Seite dann, wenn man so will. Ja, also dann stelle ich halt nur ein Gleichungssystem auf für die unbekannten Knotenspannungen. Muss man mal einmal gemacht haben. Ja? Das konnte man nicht direkt machen, dann wird man diese weggehen. Aber genau, also wenn ich eine Spannungsquelle, wenn ich eine ideale, das wäre jetzt ja eine ideale Spannungsquelle, ja, also wenn ich jetzt hier, weiß nicht, reale Spannungsquelle, wie gesagt, die wandle ich um in eine reale Stromquelle, dann habe ich eine Stromquelle, Parallelwiderstand, kann ich das alles machen, was wir vorher gemacht haben. Okay. Und wenn ich eine ideale Spannungsquelle habe, würde ich immer den Bezugsknoten so wählen, dass der an dieser idealen Spannungsquelle anliegt und dann ist halt eine Knotenspannung direkt gegeben durch die Spannungsquelle, dann verringert sich das Gleichungssystem sozusagen um eine Gleichung. Ja, dann würde ich jetzt für diese Schaltung nur auf ein Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten kommen, weil ja schon eine Knotenspannung gegeben ist. Dann kann ich nicht direkt dieses Gleichungssystem hier oben in Matrixform aufstellen, weil es da keine Regel für gibt. Ja, dann muss ich das hier unten so auf diesem Weg machen. Aber dann kriege ich im Prinzip auch erstmal drei Gleichungen hin für meine drei Knoten. Ja, und habe aber nur zwei Unbekannte, nämlich hätte dann nur das U1,0 und das U3,0 als Unbekannte. Und das U2,0, das taucht zwar in den Gleichungen auf, wäre aber eine bekannte Größe, weil das ja dieser Quelle entspricht und dementsprechend schiebe ich das dann rüber auf die rechte Seite immer, auf die Seite, wo die Quellen stehen. Ja. Und naja, also weil das halt so ist, ich hätte jetzt hier eine Spannungsquelle, dann habe ich nur noch zwei Gleichungen, zwei Unbekannte. Ja? Deswegen, wenn man mal diese Aufgabe jetzt, diese Schaltung halt lösen würde mit der Maschenstromanalyse, so wie hier in Aufgabe B vorgeschlagen, dann ist es ja auch so, wenn ich jetzt hier Maschenstromanalyse mache, ja, ich hätte ja drei unabhängige Maschen, wenn ich hier so reinschaue in diese Gleichung. So, aber wenn ich jetzt das hier unten als Baum, ich nehmen wir jetzt mal hier einen Zoom und zeichne mal einen Zoom hier drüber. Ja, wenn ich jetzt das hier meinetwegen als Baum nehmen würde, als vollständigen Baum, dann könnte ich jetzt diesen vollständigen Baum zum Beispiel einmal hier über diese Masche schließen. Ja, dann könnte ich diesen vollständigen Baum, die Richtung ist jetzt vollkommen egal, über diesen Zweig hier schließen und diese Masche daraus bilden und ich könnte den vollständigen Baum hier oben lang schließen und könnte diese Masche daraus bilden. Sowohl in der roten Masche als auch in der orangen Masche ist der Maschenstrom aber ja schon fest vorgegeben, nämlich durch diese Stromquelle hier und durch diese Stromquelle hier. Und deshalb kann ich zwar drei Maschensätze aufschreiben für drei Maschenströme, aber zwei Maschenströme sind schon bekannt und nur ja, ich habe nur eine Unbekannte. Ja, und deswegen steht hier auch, jetzt bleibt natürlich die Annotation leider da unten, deswegen steht hier auch bei der Maschenstromanalyse unter Verwendung von nur einer Maschengleichung. Ja, weil ich nur noch eine Unbekannte habe, wenn ich das mit Maschenstromanalyse rechne. Klingt alles relativ abstrakt und sehr suspekt. Man muss es mal einmal selber ausprobiert haben, wie so oft. Dann stellt man fest, dass sich das dann diese
dass sich das alles relativ schnell in Wohlgefallen auflöst. Ja, und ich meine, dann ist zum Beispiel, also Maschenstromanalyse ist dann natürlich super, weil wenn ich halt am Ende nur auf eine Gleichung komme, dann habe ich ja kein Gleichungssystem, was ich lösen muss, habe ich halt eine Gleichung. Ja? Bei uns ist ja so ein bisschen blöd jetzt hier, dass wir halt, wir haben keine Zahlenwerte, kommen aber auf ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten. So, das ist der Trick. Allgemein Bezugsknoten, also theoretisch kann man jeden Knoten als Bezug nehmen. Oder genau, und theoretisch kann man jeden Knoten als Bezugsknoten wählen. Hier ist es jetzt, also wenn ich alle Zweigspannungen und alle Zweigströme wissen will, ist es im Prinzip vollkommen egal, wo ich den hinpacke. Ja? Ich würde den dann vermutlich immer eher unten wählen und die anderen irgendwie durchnummerieren, aber letztendlich ist das totale Geschmackssache. So, dadurch, dass wir jetzt hier ja eigentlich nur diesen Strom hier suchen an der Stelle, ist es natürlich schlau, den Bezugsknoten irgendwie hier direkt an diesen Widerstand ranzupacken, weil ja dann die Spannung über den Widerstand sich halt direkt aus nur einer Knotenspannung ergibt. Ja, wenn ich jetzt meinetwegen hier den Strom I4 suchen würde, ja, um I4 auszurechnen, brauche ich die Spannung U4 und um U4 auszurechnen, bräuchte ich die Knotenspannung U2,0 und U3,0. Ja, wenn ich wieder Zahlenwerte habe und das alles ausrechnen kann, ist es im Prinzip auch total egal. Ja. Aber hier müsste ich jetzt ja das Gleichungssystem einmal analytisch nach U2 auflösen und einmal analytisch nach U3,0 auflösen und das hier noch einsetzen, um irgendwie auf U4 zu kommen, das hier unten einzusetzen und den Strom I4 auszurechnen. Ja, deshalb, also weiß nicht, wenn dieser Strom hier gesucht wäre, dann würde ich den Bezugsknoten eher hier hinlegen oder eher hier hinlegen, weil dann müsste ich wieder nur eine Knotenspannung ausrechnen, um diesen Strom auszurechnen. Ja. Letztendlich ist es aber egal, wie ich sage. Manchmal rechnet man da so ein bisschen einfacher und da ein bisschen schwieriger und dann rechnet man da ein bisschen schwieriger und da ein bisschen einfacher. Am Ende ist es ja Kyriose. Es ist relativ beliebig. Ja, also man kann jetzt nicht allzu viel falsch machen, wenn man den irgendwo anders hinlegt. Ja, man muss höchstens ein bisschen schwieriger, ein bisschen aufwendiger vielleicht rechnen und umstellen. Also wenn die Zahlen gegeben, dann würde ja, und also in Prüfungsaufgaben, ich meine, wenn man das jetzt einfach so frei durchnummeriert, ist natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass halt jeder sich irgendwie andere Zahlen, also eine andere Nummerierung ausdenkt, eine andere Reihenfolge. Ja, jetzt könnte man sich schon überlegen, irgendwie mit Kombinatorik. Also es gäbe ja, wenn es vier Knoten gibt, gibt es vier Möglichkeiten, den Bezugsknoten zu wählen. Dann gibt es halt drei Möglichkeiten, den nächsten Knoten zu wählen, zwei Möglichkeiten, den nächsten Knoten zu wählen. Okay, und noch eine Möglichkeit, den letzten Knoten zu wählen. Aber ich halte 4 mal 3 mal 2, 4 mal 6, also gäbe es 24 Möglichkeiten, 24 verschiedene Möglichkeiten, das hier durchzunummerieren. Also müsste man irgendwie im Zweifel 24 verschiedene Lösungswege kontrollieren. Ja, das will natürlich keiner, deswegen ist in der Prüfung meistens das gegeben, ja. Damit halt alle dann auf das gleiche Gleichungssystem kommen, was dann ähnlich aussieht und wo man dann eventuell irgendwie Fehler schneller erkennt und das einfacher handhaben kann. Ja, da haben wir es so zu machen. So, aber ansonsten eine schöne Lösung. Nochmal von vorne bis hinten, wie rechne ich eine Aufgabe mit Knotenspannungsanalyse und auch so ein bisschen, was wäre, wenn da irgendwie eine Spannungsquelle drin vorkommt, wenn man den Bezugsknoten irgendwo anders hinlegt, wenn man Zahlenwerte hätte, wie man das Ganze in LTSpice löst, wie man das Ganze in MATLAB und oder Octave löst mit Lösung des Gleichungssystems dafür, dass man da bestimmte Zahlenwerte hat. So, und wenn man jetzt, also vielleicht als letzten Hinweis werde ich jetzt nicht hier in dem Video mehr zeigen, wenn man jetzt keine Zahlenwerte hat und trotzdem mit Hilfe eines Computers dieses Gleichungssystem lösen möchte, analytisch, ja, sodass da am Ende eben kein Zahlenwert rauskommt, sondern eine Formel rauskommt. Die Lösung für U1 ist gleich und dann taucht da halt eine Formel auf, wo irgendwie G1, G2, G3, G4 und diese Quellen dann auftauchen, dann müsste man zum Beispiel Maxima nehmen als Computeralgebra-System, um so ein Gleichungssystem analytisch zu lösen.
Können wir mal vielleicht, wenn wir Lust und Laune haben, in einer der nächsten Wochen machen. Habe ich jetzt, glaube ich, hier auf diesem Computer nicht vorbereitet. Nein, da kommt Könige Maxima, das ist was anderes.